Dano Geilo ist am Start. Und jetzt mache ich gerade meine zweite Aufnahme. Ich habe die erste gerade verbaselt. Ich habe die versehentlich gelöscht. Scheiße. Egal. Kapitel, auf Basis, Mittel, starten. Wer sich wundert, ich habe das Spiel zu 100% durch. Ich werde es in einem anderen Video euch zeigen. Ohne Scheiß, das habe ich wirklich. Das ist kein Scherz. Ich höre Kinder. Einen Hund. Und ich sehe jemanden. Ja, da ist irgendwer. Das alles. Das ist nicht meine Welt. Dafür röhrende Motoren. Soldaten. Wir kommen in der Nacht. Oh. Wer sich gerade fragt, warum ich 200 Leben habe, man hat eigentlich nur 100. Ich habe das Spiel zu... Das ist ungelogen. 100% fertig. Hier. Alles durch. Tutorials. Alle fertig. Ich könnte jetzt einmal komplett durch. Ich habe es einmal komplett durch. Warte. Sammelbares. Da. Ihr seht das da beim Kapitel. Jedes einzelne habe ich. Ah, hier kann man nicht alles zeigen, das ist scheiße. Ich habe aber wirklich das Spiel zu 100%. Ich habe sogar alle Igma-Fragmente und die freigeschaltet. Und hier alle Vorteile. Und hier. Aber ich würde sagen, wir sind eine von denen und wir starten dann mal. Da ich das Spiel jetzt 100% durch habe, will ich aber nicht spoilern. Oh, wir müssen hier hin. Zange und Draht. Da. Ja. Ich check es so, wie es ein normaler Mensch spielen würde. Nicht so einfach, man hätte vorher die Werkzeuge holen können, aber ich zeig es, wie es geht. Okay. Los, schneid das doch mal durch. Mal sehen, wer sich erschrocken hat. Zurück kommen wir eh nicht mehr. Ja, das ist ungelogen. Deutschland hat die wirklich gebaut im Zweiten Weltkrieg. Der hat diese Dinger hier wirklich gebaut. Das sind Tarnkappenbomber. Die wurden wirklich gebaut. Stealth Fighter. Keine Ahnung, wie es hieß, aber ihr könnt nach Deutschland Tarnkappenbomber, so heißt das Wort. Suchen. Ihr werdet dieses Flugzeugmodell finden. Es ist kein Scherz. Wo seid ihr? Oh, zerstört. Einfach mal munitionsverschwenderisch umgehen. Ist ja ist doch gerade rot da. Irgendwo da hinten ist doch rot geworden. Oder irre ich mich? Ja. Wow. Das hatte ich noch nie, das ist was denn. Da. Und boom! Wer sich auskennt. Mein Controller leuchtet gerade rot. Ich spiel's ja auf der PS4.
Nicht heute, mein Freund. Ich muss einen Krieg gewinnen. Sie ist aber zum zweiten Mal, dass ich spielen muss. Zum Glück nehme ich nur 15 Minuten Folgen auf. Beste Synchro. Beste Synchro. Ah, steh auf, nimm das Health Pack. Mann, bestes Ding. Allerbestes. Ja, verliert da schon Öl. Und fragt sich, hey, was ist mein Problem? Ich sehe es nicht. Obwohl mir Öl in die Fresse fliegt. Ja. Dankeschön, Fergo. Ah! Einfach lustig. Einfach wieder geil. Ich will nochmal drücken. Nee, war lustig. Ich will Tutut machen. Ich will mich verstecken. Aber trotzdem, mein Controller vibriert gerade und das Ding wackelt total wenig. Bestes, es stützt mit ihm ab, quasi. Mit Gefahr auf Verluste, dass er da reinfliegt ins Meer. Bestes, ich dreh grad nur meinen Stick und halt einen Knopf. Und zwar, warte, L1. Wer sich jetzt fragt, wieso gebt ihr das Flugzeug jetzt auf? Alles rausgeworfen, das Ding ist Schrott, quasi. Brauchen wir es noch nicht mehr. Das Einzige, was man machen könnte, wäre Kamikaze. Alles, ja, wow. Hui! Das Beste ist, der sagt, oh Scheiße, statt alle drin zu warnen, die da drin sind, die dadurch sterben könnten. Statt einfach alle zu warnen. Bester Mann. Wie steht's, Cap? Alles oder nichts. Wie immer. Hurra, Sir! 6 Minuten Aufnahmezeit habe ich noch. Dann hört die Konsole auf aufzunehmen. Da. Siehst du, hätte die gewarnt, wären die jetzt noch am Leben. Und runter. Oh Gott! Gott sei Dank sind sie hier! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, helfen hoch! Hochhelfen muss ich ihm. Einfach mal zweimal eine klatschen. So. Übrigens, damit Josef mich nicht mehr damit nervt. Josef ist auch ein geiler Mann in meiner Schule. Ups, ich hab die Karte aufgemacht. Wollte ich nicht. Wer ist das? Ich verrate mal in meiner Schule. Liesendorf, Paderborn. Wo Josef ist. Mein Co-YouTuber. Der schneidet und so für mich. Festhalten! Einfach mal hinliegen. Kurz davor habe ich mich noch hingelegt. Habt ihr vielleicht gesehen, wenn er noch ein bisschen höher ging? Das ist der Mord. Man kann auch etwas höher mit dem Teil gehen. 1946. Alles ist verloren. Die Truppen des Regimes rücken unaufhaltsam vor. Wir haben keine Chance. Unser Plan geht nicht auf. Wir sind unterlegen und am Ende. Keiner weiß warum. Die Menschen verzweifeln. Ich nicht. Ich suche einen alten Bekannten und werde eine Rechnung begleichen. Für die Wände sorgen. Wieder fast gestorben. Und doch lebt er. Und der hat ein Robohirn. Das Ding hat ein Robohirn. Das heißt künstliche Intelligenz.
Ja. Ui. Mayday, Mayday, Mayday. Ist hier irgendwo Leben? Nö. Warte mal abnehmen. Fergus, wie ist Ihr Status? Peskovic, bei uns hier ist die Kante am Dampfen. Wir sitzen hier im Flieger fest, während uns irgendein Panzervieh den Arsch aufreißen will. Übrigens, das Spiel ist nicht jugendfrei. Das sag ich jetzt schon mal. Blesko, sehen Sie das da drüben? Hey, Private Wild, leuchten Sie! Blesko, sehen Sie das Licht? Wild, das Licht aus! Ja, Sir! Da, Rubeln gesehen. Ich kann Sie sehen. Was soll ich machen? Wir kommen von hier aus nicht hin. Sitzen hier verdammt nochmal fest. Aber wenn Sie den Geschützturm unseres Fliegers erreichen, können Sie das Biest vielleicht erledigen. Kleine Waffen können denen nichts anhaben. Können Sie zu uns rüberschwimmen? Du bist eine Keule als Schwanz. Sollte Ihnen nichts passieren. Guter Plan, Fergus. Ich komme zu Ihnen. Jetzt habe ich ein Messer in der Hand. Ach, wieso kann ich immer noch nicht? Oder ist es der Knopf? Oh, das war der. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Ah. Hier sind später alles voll Waffen. Ich verrate aber nicht welche. Ja. So, da fühlt sich Leben. Ui. Und unten durch. Eins von Totenkopfsbiestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Hey Michi. Oh, weiter schwimmen und weiter schwimmen. Ja, da vorne ist das Ziel. Robo. Hallo. Okay, 2 Minuten noch aufnehmen. Zeit. Dann muss ich aber Schluss machen. Warum ihr länger wollt, das geht nicht. Auf ins Geschütz. Da ist das Vieh. Das gerade im Wasser war. Da, Blitze. Das ist es. Da, 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 da. Fertig. Mehr kann man. Jetzt kann man nicht mehr nach rechts. Das finde ich scheiße. Hätte ich den beschossen, hätte er mich beschossen, dann wäre das Spiel quasi verkackt. Warte, da wollte ich noch zeigen. Da, Ruhe hören. 1 Minute habe ich noch. Also gut, hören Sie zu. Dort in den Gräben gibt es ein MG-Nest. Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also. Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Wir geben Ihnen von hier aus Feuerschutz. Verstanden. Ah, legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ihr habt gesehen, das Video. Ihr seid geil. Haut rein.